What's in it? What's in it? What's in it? Pflicht. What's in it? Wir bringen den Brief für Pater Hermann ins Kloster Danilov. 100 Punkte. Sehr cooles Intro, muss ich sagen. Wirklich sehr cool gemacht. Ich muss das Spiel gerade ein bisschen laden. Und sehr interessant, dass wir jetzt nach einem Jahr das Kloster verlassen dürfen, ohne den Segen zu erhalten. Wahrscheinlich bestimmt wieder einfach nur, damit sie uns loshaben und wir keinen Unfug anstellen. Denn offensichtlich stimmt ja wirklich was mit uns nicht. Die Stimme im Kopf des Teufels machen uns unberechenbar. Wahrscheinlich müssen wir da runter, ich weiß, aber wir gehen kurz noch hier schauen. Okay. Hier gibt's nichts. Uiuiui, nicht stolpern. For the sake of the prayers of all the saints, Lord Jesus Christ, our God, have mercy on us. Tisha, I need to go to the other side. Georgie, pirate, be quiet. The animals feel the unholiness. They're just happy to see me. Tisha, I'm sorry. The animals feel the unholiness. I brought you some apples. Orlovka, your favorite. Tisha, I must hurry to the train. Tisha, what have you done? Steps are all wet. You'll slip and fall again. Don't worry, Tichon. I understand. Forgive me, for Christ's sake. Ich kann es nicht so gut verstehen, warum alle sie hassen. Sie scheint ja wirklich ziemlich nett und sympathisch zu sein eigentlich. Und was sind das wieder für Riesensäue? Zuerst diese Riesenziege. Jetzt so Riesensäue. What the hell? Okay, wir müssen darüber. Irgendwie mit dem Schiff hier. Geht's. Aber zurück kommen wir nicht mehr. Die Tiere spüren das Unheil. Damn, Tichon.
Archon has the key. Oh, what an imbecile. Indica loved Tichon. Imbecile was a medical diagnosis, so she was just using the word literally. In any case, Tichon couldn't hear her. Hypocrisy isn't really a virtue, is it? Okay, da können wir hoch. Da runterzufahren ist nicht so eine schlaue Idee. Wir müssen wohl da hoch. Und das hier ist so ein Fahrstuhl. It was as if the convent didn't want to let her go. Even though she knew there was no place closer to God, she yearned to leave it, at least for a short time. Not true! I think deep inside she hated her monastic cell. Smaragda's tasteless cabbage soup, the smell of rotting old women that even incense could not cover. Half of the sisters couldn't even read. Even if the abbess was literate, she surely didn't go out of her way to use that skill. Just like her personal hygiene, always at lunch, she would carefully clean the devil's work from her dentures with her finger. Indica hated endless prayers that were repeated so much they lost their original meaning. Hated to smile at Sister Martha's toothless jokes. Hated the few... wisdom has had compassion on our souls, so Indica. Advice and lectures, the humility, the fear of God, signing the cross over her mouth after every yawn, before entering the temple, after crying, after leaving the temple, after entering the refectory, praying before entering her cell, before going to sleep, before having a meal, repenting what she had thought or heard, listening to the depressing sisters' choir, the dissonant change ringing, signing the cross, fasting, apologizing, pretending to be interested in the lives of the saints, apologizing, repenting, praying, apologizing, endless oaths, the black veils, apologizing, crying, apologizing, apologizing, apologizing. Indica hated Smaragda's tasteless cabbage soup, the smell of rotting old women that even incense could not cover. Half of the sisters couldn't even read. Even if the abbess was literate, she surely didn't go out of her way to use that skill. Just like her personal hygiene. Von vorne an. Carefully cleaned the devil's work from her dentures with her finger. Lassen. Indica hated endless prayers that were repeated so much they lost their original meaning. Hated to smile at Sister Martha's toothless jokes. Hated the fuming candles, the rotting potatoes, the never-ending advice and lectures, the humility, the fear of God, signing the cross over her mouth after every yawn, before entering the temple, after crying, after leaving the temple, after entering the refectory, praying before entering her cell, before going to sleep, before having a meal. Oh. Habe ich mich jetzt hier eingesperrt oder ausgesperrt? To whom shall I flee for healing, if not to thee, the compassionate Samaritan? Pour on me, O Christ, thy great mercy. The saints, apologizing, repenting, praying, apologizing, endless oaths, the black veils, apologizing, crying, apologizing, apologizing, apologizing. Indica hated. Das ist so gut gemacht. Ich liebe es. Ich liebe es. Das ist so gut gemacht. Schon nur in der Demo war es unglaublich nice. Klappikone. Lass deine Gemeinde deinen Segen zuteil werden. Gewähre deinem Haus Frieden. Sagt mir auch wieder absolut gar nichts.
Boah. Der war nice. Wie gesagt, ich wollte es gerade nur einfach durchlaufen lassen, zum Hören, was er überhaupt alles sagt. Wenn man das wahrscheinlich sonst nicht machen würde. Verschwende nicht deine Zeit mit dem Sammeln von Punkten. Es ist sinnlos. Gut, da könnte was dran sein. Ich meine, was bringen die Punkte? Eigentlich haben gar nichts. Außer, dass man da vielleicht irgendeinen Pfad auswählt mit Trauer, Furcht, Pflicht und so weiter. Was am Schluss vielleicht irgendeine Auswirkung haben könnte. Aber sonst bringen uns die Punkte ja wirklich nichts. Hm. Oh. I'm sorry. Jesus Christ, what are you doing here? You. The cloisters is here! Huh. What, nun is here? Fine. The conventual is here! The nun. But listen, you're lucky to bump into me. I keep missing and I'm not good at this. Just what? Go. Get out of here. What? Who's there? Oh. Das sieht nicht so gut aus. To bump into him, he's not a great shot. Yes, sorry, I can help if you let me. I don't think it can be helped. His nobleness has decided to listen to the visitation one last time, so let him listen. Don't interrupt. Excuse me, what happened here? Have you heard the joke about a crowbar and a train toilet? So, there was this train with a bunch of convicts. They put a spring between two carriages while the train was moving. They tried to plan an escape, I guess. How many died? Mostly fugitives. Many of them were shot. Have had to care for the sick? Me? Of course. We often have to. Then come with us to the station. All the wounded are there. Go! Ah! Totenandacht, bete für die Verstorbenen. Rest in peace, mein Freund. Rest in peace. Und da drüben laden sie gerade die anderen Toten auf. Und der versinkt jetzt hier im Wasser. Geh noch mal kurz zurück hier zum schlechten Schützen, falls er noch hier ist. Nope, der ist nicht mehr hier. Dann müssten wir wohl zum Bahnhof gehen. Der arme
Gar kein schöner Tod. Well done, Doctor. He says the wounded are waiting at the station and then injects a corpse with morphine. Maybe out of respect for his dying wish or for the size of his epaulets. What do you think? Ja, weiß auch nicht, was ich denke. Das ist die große Frage. Da wurde gerade nochmal geschossen. Und noch ein Schuss. Und noch ein Schuss. Was ist denn das für ein Haus? Der Tag des jüngsten Gerichts. Indica hat viele Bilder gesehen, die zeigen, was Sünder in der Hölle erwartet. Doch sie erinnert sich an keines, das zeigt, was die Gerichten im Himmel treiben. Interessantes Bild. Aber hat was? Man sieht eigentlich bloß Bilder von der Hölle und weiß, wie die aussieht. Aber wie es im Himmel genau aussieht, weiß man irgendwie gar nicht so genau. Man schätzt ja immer, dass es irgendwie... dass man irgendwie auf den Wolken rumläuft. Oder weiß der Teufel was? Wortwitz, versteht ihr? Aber, ja. Was man so im Himmel macht, keine Ahnung. Okay. Das Haus ist jetzt anders. Schätzt mal, das Klavier muss hier rüber. Damit wir da rauskommen. Deshalb muss wohl diese Tresore hier nach links. Was das geht? Ja, das geht. Nice. Ich sag immer, das Haus hier auf dem Kopf in diese Klippe ist. Und wo auch immer wir jetzt hier hingehen. Husband? Husband? I guess he was loved. No. Nicht? Aber trotzdem wettet sie für ihn. Naja. Ich schätze, wir müssen weiter. Eine Kerze. Und da drüben noch eine Kerze. Vielleicht ein Achievement. Und Punkte, die uns eben nichts bringen. Level 9, nächstes Level. Eine Kerze.
Und ich schätze mal, das war die letzte, die wir hier anzünden können. Wo schreit jemand in der Ferne? Okay, bevor wir weitergehen, wir können hier in das Haus hinein, habe ich gesehen. Okay, ja gut, ich kann es nicht lesen. Das erwarte ich auch. Sieht mir nach einem... nicht Steinmetz. Nach einem Zimmermann aus, genau. Paraskeva Freitag. Pavel Sergejewitsch, Indikas Vater, nannte Paraskeva eine Heilige für Mädchen. Vielleicht, weil viele junge Frauen mit der Ikone die Zukunft in Erfahrung bringen wollten und sangen: Paraskeva, Paraskeva, zeig mir den Mann, den ich lieb für immer. Oder nicht so ähnlich. Möge der Herr gnädig sein. Noch mehr Punkte, die uns nichts bringen. Und hier wurden wohl die Särge gemacht. Leider auch Kindersärge. Okay, dann mal weiter zu den Schüssen. Wahrscheinlich sind da noch irgendwelche geflohenen. Boah. Sieht majestätisch aus. Spielzeug, was auch immer. Ja, gut.